Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ghost Recon Wildlands. So, nächstes Ziel haben wir schon markiert. Also fliegen wir kurz darüber. Ich mache die Karte nachher auf, um mich abzuholen. Denn wir fliegen ja jetzt gerade hier diese Tankstelle an. Oh. Willst du den Ort nach Informationen absuchen? Ah, wenn du schon sowas sagst, ne? Dann gehen wir mal dort auch hin, ha? Schöner Landeplatz. Und schauen uns die Tanke an. So. Hier gibt's aber nichts. Gibt's keine Infos. Gut, aber wir haben den Ort erkundet. Aufgeklärt. Und jetzt geht's zur Mission. Sprechen Sie mit dem Arzt der Rebellen. Du hättest mich fahren lassen sollen. Ja, wir fliegen, wenn dann. Rosa? Steigen wir mal höher. Ah, Unidad. Unidad Heli. Wo ist er? Hä? Vor uns müsste ein Hubschrauber sein. Das bin ich aber interessant. Wo ist jetzt der Heli? Ach, da! Und der hat uns nicht bemerkt. Nähern uns der Klinik. El Emissario hat sich scheinbar noch nicht gerührt. Wir sollten dem Anführer der Rebellen unsere Ankunft melden. Gleich hinter dir, Boss. So, moin Jungs, grüßt euch. Das wird wahrscheinlich so eine Verteidigung sein. So. ¿Qué tal, Kompass? Gerade noch rechtzeitig. Ich höre, dass El Emissarios Männer unterwegs sind. Wie sieht's hier aus? Wir haben möglichst viele Ärzte und Patienten weggeschickt. Mhm. Dazu ein paar Trucks mit Medikamenten und Impfstoffen. Wenn wir die Klinik verlieren, retten wir wenigstens etwas für die Kranken und Verwundeten. Ja, pues. Meine Tochter ist in der Klinik geboren. Und da bin ich, carajo. Und verteidige sie gegen das Kartell, das daraus eine verfluchte Kokainfabrik machen will. Ist diesen Leuten denn nichts heilig? Nur der Tod, Kumpa. Darum sind wir hier. El Emissarios Männer können jeden Moment hier aufkreuzen. Wir müssen uns eingraben, bevor es losgeht. Verstanden. Okay. Oh, das wird jetzt wild. Das wird wild. Oh, das. Oh, sehr gut. Ist das Geschütz noch mit drin? Da kämpfen Rebellen gegen das Kartell. Sollen wir ihnen helfen? Da kommt noch ein Fahrzeug. Greife an! Der Winkel ist zu steil. Okay. 100% eingraben. Das hat noch gar nicht begonnen. So. Schützen. Doch, es hat schon begonnen. Heli, 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 wo ist der Heli? Alter. Entdeckung, 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 Entdeckung. Den Heli brauchen wir jetzt gar nicht. Jetzt steigt er nochmal auf.
hänge, ich hänge, ich hänge. Dieser Scheißselige. Das für uns. El Giorgio hat fast den ganzen Tag mit El Emissario telefoniert und wir konnten ihn anpeilen. Das ist unsere Chance. El Emissario steht im Regen und wenn wir ihn jetzt schnappen, erzählt er uns alles, was er weiß. Geben Sie uns den Standort, wir regeln das. Moment. Wir haben den Heli. Sehr gut. So, jetzt noch die drei Kirche oder zwei? Wie viel haben wir da? Alle Tangos erledigt. Bereich sicher. Da flüchtet noch einer ins Gebäude. Na, komm her. Kann mir einer erklären, warum wir El Emissario rausbringen? Wir wissen doch, dass er nur wegen seines Opas da ist, wo er ist. Das ist doch niemand, der etwas im Kartell bewegt. Hast du eine bessere Idee? Klar. Knüpf das Arschloch einfach an einem Baum auf. Wofür sonst der ganze Ärger in Okoro? Wartet. Granate fliegt. Die Arbeit. Kann mir einer erklären, warum wir El Emissario rausbringen? Wir wissen doch, dass er nur wegen seines Opas da ist, wo er ist. Das ist doch niemand, der etwas im Kartell bewegt. Hast du eine bessere Idee? Klar. Knüpf das Arschloch einfach an einem Baum auf. Wofür sonst der ganze Ärger in Okoro? Emissario ist unwichtig. Baumann hat so... Oh, sorry. So, da warte mal da. Gehen wir erstmal hierher. Aber... Da war noch eine Hauptmission. Die ist da oben. Okay. Wie geplant? Fliegen wir jetzt noch die Punkte hier ab. Für Giorgio abgesehen. Wenn El Emissario verschwindet, braucht Suenio einen anderen Sündenbock. Er wird sich El Giorgio zuwenden. Und wir bekommen die Gelegenheit, ihn zu schnappen. Verdammt. Wenn Bowman jemanden will, lässt sie nichts anbrennen. Verdammt richtig. So, hier müsste einer rumoxidieren. Wahrscheinlich im Gebäude, oder? Die sind alarmiert. Nee, sind sie nicht. Bien, Camarada. Glückwunsch zur Verteidigung der Klinik gegen El Emissarios Männer. Ich schäme mich nicht zu sagen, dass wir das ohne euch nicht geschafft hätten. Nicht der Rede wert. Wir setzen es auf die Rechnung. Ich habe noch eine Bitte. Bevor El Emissarios Männer die Klinik angriffen, wollte einer meiner Männer einen Truck mit Impfstoffen in Sicherheit bringen. Leider wurde er an einem Unidad-Kontrollpunkt angehalten und der Truck konfisziert. Der Impfstoff ist lebenswichtig, Gringo. Der Truck ist jetzt in einer Unidad-Basis. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber offen gesagt, kommt sonst niemand dafür in Frage. Verstanden. Wir werden sehen, was geht. Okay. Die nächste Mission. So, jetzt pass auf die Drohne wieder. Unser bester Freund. Setze Drohne ein. Da ist er. Ich gehe in Position. Ich brauche eine bessere Position. Moment, such eine gute Schusslinie. Ziel markiert. Bereit für den Angriff. Deck alles hin. Na, der findet jetzt gleich die Leiche. Position. Suche eine gute Position. Ich brauche eine bessere Position. Bin bereit. Ziel erfasst. Auf dein Zeichen, Boss.
Tag, greife Tangos an. So, geh mal runter. Heilige Scheiße, seht euch das an. Das nennt sich Pachamamas Namen. Sie ist die Erdgöttin der Inka. Und ein anderer Gott hat sie so verstümmelt? Ärgern wir ihn besser nicht. Das waren Menschen. Das Abwasser vom Kuka-Kochen ist schuld daran. Je länger das Kartell hier ist, desto schlimmer wird es. Granate fliegt. Nehmt das. Die Leutnant verpisst sich. Quellen wieder in Deckung, verdammt. Ja, ist zu fix. Zu voreilig. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. So, nur noch er hier, oder was? Sauber. So, haben wir die auch. War aber nicht so gut. War nicht gut. So, da ist die Info. Ein Brief. Was haben wir denn hier? Pachamama, Erdgöttin der Anden und Hüterin der Fruchtbarkeit, wird in ganz Bolivien verehrt. Vor kurzem sind in Ogoro ganze Waldgebiete und alles, was darin lebte, auf unerklärliche Weise gestorben. Einheimische behaupten, Pachamama blute und hinterlasse auf dem Land große unheilbare Wunden. Umweltagenturen vermuten, dass sie auch chemische Abfälle zurückzuführen sind, die aus den nahegelegenen Kokain-Laboren stammen, die Santa Blanca in Ocoro erreicht hat. Ah, noch zwei. Sehr schön. So, jetzt pass auf. Dann fliegen wir hier rüber. Hier. Genau, aber ich gehe mal davon ganz stark aus, dass wir hier vielleicht noch ein Dokument finden und hier vielleicht noch eins. So, jetzt erstmal wieder zurück zum Heli. Den müssen wir erstmal wieder finden, weil wir sind von da gekommen. Das ist ein Kilometer da hoch. Da drüben haben wir noch geparkt, ne? Ganz kurz auf die Karte, bewegen wir uns richtig? Ja. Da steht er doch schon. Sehr gut. Ich mach das, ich fliege. Fahren wir. So. Da liegt noch ein bisschen Munition, eine Nachschubkette. So, perfekt. Das war's schon, hä?
Alles klar, da wird der Tanke angezeigt. Ich sehe hier gar keine Tanke. So, nächstes Ziel ist da. So, machen wir die Straße frei. Haben es gleich. Dass die das nicht hören, gell? Wir haben ein Sicario mit MP. Dicht beim Reifenstapel. So, wo ist der zweite? Ich sehe noch einen Tango. Da werden noch zwei im Gebäude sein, ne? Ich sehe einen Hauptmann. Alles klar. Verstanden. Unterwegs. Suche bessere Schusslinie. Roger, Ziel markiert. Ich hab das Ziel. Umgelegt. Und rein. Shit, die haben eine Leiche. So, was ist denn das eigentlich für ein Einzelziel hier? Was haben wir denn da Herausforderung? Hier drüben. Mann, sind die schlampig. Interessiert mich eigentlich eher weniger. Perfekt. Munition nochmal aufstocken. Schauen wir hier nochmal in die Halle rein. Da ist auch nichts mehr, gell? Ach, da. Wird auf der Karte gar nicht angezeigt. Läuft ja wie am Schnürchen das Ganze. So, das war das, die Tanke, die uns angezeigt worden ist. Nebeneinsatz. Hier ist diese Unidad-Halle, den Impfstoff. Okay. Dann würde ich sagen, fliegen wir hier rüber. Das sind jetzt ein paar 3 Kilometer. Nehmen wir alles mit. Ist das ein Safe House? Könnte man meinen, gell? Das sah echt aus wie ein Safehouse. Ach, das ist das. Okay, jetzt sind wir gerade drüber geflogen. Okay, Stromtrassen. Ich mache mal kurz das Nachtsicht aus. Also, man sieht nicht viel, deswegen spiele ich auch gerade nur in Nachtsicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Nachtaktivitäten... sind gerade neue Fragezeichen aufgetaucht, dass die Nacht einfach länger bleibt als der Tag. Ich gehe mal hier runter. So, das sieht schon wieder sehr, sehr knifflig aus, das Ganze. Achtung, Narko mit Maschinenpistole. Neben der Kippe. Da ist gar keiner am Heli. Okay. Da wäre ein Strom. Das ist ein Generator. Sollen wir mal den Strom abstellen? Hab noch einen Tango. Die haben Lichtpaneele hier.
Offizier mit Maschinenpistole. Ich gehe in Position. Suche eine gute Position. Ziele fest. Bin bereit. Moment, such eine gute Schusslinie. Roger, Ziele fest. Nummer 2, was los? Auf geht's. Bereit für den Angriff. Feuer. Tango ist tot. Hier sind ein paar Lichtpaneele. Sehr eingeschätzt, Tom. Ich sehe eine montierte Waffe. Es gibt Alarm. Den Alarm möchte ich gerne als erstes ausschalten. In nächster Zeit ist keine Verstärkung zu erwarten. Der Alarm ist aus. Sehr gut. Und nochmal die Drohne hoch. Die Drohne ist oben. Position. Ich brauche eine bessere Position. Wer will den nicht haben? Warum? Suche eine gute Position. Ziel erfasst. Tango getroffen. So, jetzt gehen wir halt mal neu. So. Das ist gut umzäunt hier, das Ganze. Wie komme ich denn da jetzt am geschicktesten rein? Wir müssen doch irgendwo ein. Hier drüben ist ein Narko, neben dem Checkpoint. Kommst du echt nicht rein? Was ist denn da los? Ich sehe eine montierte Waffe. Hab ein drittes Ziel. Sehr eingeschätzt, Tom. Hey, wir haben einen Narko. Das war knapp. Sag mir wo. Drüben beim Checkpoint. Shit, die haben wohl eine Leiche gefunden. Ein Laster. Ich glaube, der ist von denen, oder? Nee, doch nicht. Hier ist ein Sicario. Hinten am Reifenstapel. Müsste noch einer rumspringen. Da. Hey, wir haben einen Narko. Licht und Container. Zivilisten achten. Wir wollen niemanden versehentlich töten. Ich gehe in Position. Brauche eine bessere Position. Roger, Ziel erfasst. Hab kein Ziel mehr. Ziel markiert. Ja, was ist Nummer 2? Okay, lass mal gut sein. Wir haben es soweit gesäubert.
Dann haben wir uns jetzt da vorne die Waffenteile und dann gehen wir weiter. Seht mal da, Waffenkiste. Nett. Eine Comp M4. So. Nehmen wir den Heli gleich. Ach, hier sind sie alle aufgeploppt. Okay, hier ist noch eine Dokumentation. Ach, eine Dokumentation, sage ich schon, ein Dokument. Bin drauf. Ja. Hier sind Tangos, ziemlich nah. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Hier ist noch ein nahegelegener Einsatz, den wollen wir aber nicht. Da hoch. Ist hier noch ein Nebeneingang? Wie ist denn der jetzt da hingekommen, bitte? Hä? Ach, da geht's hoch. Schau an. So. Sehr gut. Ein Dokument. Was haben wir denn? Im Kakokrieg standen sich Bolivien und Paraguay gegenüber und es ist der letzte internationale Großkonflikt in Lateinamerika. Von 1932 bis 1935 kämpften beide Länder um die Kontrolle über Kako. Ein unerkundetes wildes Gebiet im Südosten von Bolivien. Es starben nahezu 100.000 Menschen, die meistens von ihnen an Durst oder Krankheit aufgrund der lebensfeindlichen Bedingungen in dieser Region. Boliviens Niederlage führte zu einem nationalen Trauma, das in den darauffolgenden Dekaden große politische und gesellschaftliche Umwälzungen nach sich zog. Okay. Die sind wir gleich daher. So. Es ist recht dunkel, ja? Also ich nehme wieder das Nachtsichtgerät. Hier sind auch wieder ein paar mehr Leute unterwegs. Nimmst du mal die Drohne. Wie weit ist der von uns weg? Das noch ein Tango. Und das macht drei. Mit dem sind's fünf. Roger, ich gehe in Position. Gehe auf neue Position. Roger, Ziel erfasst. Kann loslegen. Feind am Boden. So, Hammer. Sehr schön. Aber hier gibt es anscheinend nichts. Sonst gibt es hier nichts mehr großartig. Ja, nur diese Ruinen. Bisschen Munition.
Sehr gut. Und in den nächsten Heli. Das läuft echt. Momentan läuft es richtig gut. Ich mache hier gerade so eine komplette Aufnahmesession zwischen den Folgen. Das ist quasi an einem Tag aufgenommen. Und das läuft. Ziemlich viele Blinklichter und Knöpfe hier drin. Nur ein einziger. Geschafft. Alle noch ganz? Lass uns nichts mehr. Unidad Heli, unten bleiben. Er dreht. Okay, wir können. Ja, er dreht ab. Okay. Ich sehe noch einen Tango. Noch weiter. Es ist halt so faszinierend, dass die KI das nicht checkt, dass hier gerade ein Hubschrauber landet. Ein Sicario. Da, an den Ruinen. Ich auf dein Zeichen, Boss. Ich nehme die Penner unter Feuer. Gut. Ah, zerfix. Die sehen uns. Jetzt funkt doch nicht. Na, wo ist er? In ein paar Sekunden sind die bei uns. Was machen wir? Entspannt bleiben. Meine Seite ist sauber. Immer mit der Ruhe. In solchen Situationen immer die Ruhe bewahren. So. Und der Nachschub ist gesichert. Perfekt. Neues Safe House, sehr geil. Das hat man gerade. Das ist auf der alten Grenze. Dann gehen wir hier rüber. Voll gut. So. Da sind auch ein paar. Bestimmt 4, 5. Setze Drohne ein. Da ist noch eins, zwei. Und dann im Gebäude wahrscheinlich.
Und aber nochmal hinterm Haus. Roger, ich gehe in Position. Suche bessere Schusslinie. Roger, Ziel erfasst. Ziel markiert. Moment, such eine gute Schusslinie. Bereit für den Angriff. Ein Drecksack weniger. Zack, und rein. Willst du den Ort nach Informationen absuchen? Feinde, passt auf. Sollte jetzt okay sein. Ein oder zwei. Ich tippe auf einen. Sag ich doch. So. Wir können weiter. Das läuft so gut momentan. Das gibt's ja nicht. Was haben wir denn hier für einen Nebeneinsatz? Ja, springen Sie einen. Ah, okay. Ja, machen wir jetzt nicht. So, dann würde ich sagen, da haben sich noch ein paar Orte aufgetan. So, wie viele Orte müssten wir denn noch absuchen? Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, obwohl wir da schon waren, und 5. Hier ist die Mission und da ist die Mission. Alles klar, das ist hier mit dem Impfstoff. Richtig? Und einmal unerforschter Ort. Nee, genau. Den Enkel müssen wir finden. So. Stimmt, ich habe da die Ding vergessen. Und da liegt's. Einfach offensichtlich. Und man läuft dran vorbei. So, Delle. So, jetzt hat. Wir fliegen. Hierher. Ich bin bereit. Ach Quatsch, der Heli hat uns nicht gesehen. Ist das denn zu fassen? Müsste noch einer im Gebäude sein. Am Heli habe ich jetzt keinen gesehen. Sehr gut. Wir können weiter. Hä? Nee, ich habe meine Waffe nicht getauscht, ne? Ich habe noch alles. Okay. So, müssen wir uns auch mal dran setzen. Ein bisschen die Ausrüstung ausprobieren. Zumindest mal wechseln. Aber das zu einem späteren Zeitpunkt, das wäre jetzt mir noch wichtig. Die kleinen Punkte noch abzufliegen. Das machen wir auch noch. So. Weil es geht recht zügig. Ja, die Folgen sind etwas länger, ich weiß. Aber es passt in meinen Augen. Mach mal die Nachtsicht aus. Das ist mir schon wieder Tag. Sehr schön.
Ich sehe ein zweites Ziel. Da ist Nummer 3. Hab ein drittes Ziel. Verstanden. Unterwegs. Brauche neue Position. Der Tango weiß, dass was faul ist. Roger, zieh Markiere fest. Bin bereit. Eröffne Feuer. Decke sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut mitgedacht. Das finde ich gut. Hier ist alles sauber. Dass die stellenweise einfach mitdenken, das ist richtig gut gemacht. Das ist einfach mega. Das ist einfach mega gut. Das ist wieder so ein Turm, ne? Ja, weiter geht's. Es müsste auch wieder so eine grenzüberschreitende Grenze sein. Falschen Knopf gedrückt, Entschuldigung. Aua, was für ein Start. Richtig gut. Ja, schau, es ist wieder ein Turm. Oh, das sind ein bisschen mehr. Da sind ein bisschen mehr am Werk. Okay. Ich glaube, das hier ist ein richtig guter Platz. Boah, cool. In so einem, ja, Maisfeld ist es nicht. Sieht aus wie Bambus. So, die Drohne mal als erstes hoch. So, da haben wir schon den ersten. Roger, ich gehe in Position. Suche bessere Schusslinie. Sekunde, geh in Position. Roger, Ziel erfasst. Ich hab das Ziel. Auf dein Zeichen, Boss. Ziel eliminiert. Sieht gut aus. Kommt. So. Nächste Ziel ist dort. Ich glaube, da kriegen wir nochmal eine Info. Vielleicht. Ja, doch, könnte sein, ne? Wie viele Kilometer? Ist auch wieder so ein kleiner Hafen, könnte das sein. Ja, siehst du, haben wir ein Dokument. Da sieht auch wieder so edel aus. Was haben wir da für ein Dokument? Mama Kocha ist eine Art Wassergöttin, die von Seeleuten und Fischern für Schutz und einen guten Fang angebetet wird. In Bolivien ist sie mit den Flüssen und Seen der Anden verbunden, insbesondere dem Titicacasee. Manchmal wird sie auch als Frau von Viracocha bezeichnet, dem Gott und Schöpfer aller Dinge aus vorkolumbianischer Zeit. Mit ihm hatte sie zwei Kinder. Init, die Sonne, Mama Killa, der Mond. In einigen Geschichten gehört auch Pachamama zur Familie. Super. So, lass mal kurz rausgehen. Hammer. Der ist der nächste. Jetzt fliege ich einmal quer hier rüber. Dann haben wir rein theoretisch diesen Punkt noch erreicht. Das sind jetzt 4 Kilometer, oder? Ja, 2,9 nur, weil ich sehe doch weiter aus. Hättest
bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. Ist auch wieder so ein kleines Fischerhäuschen. Mal guck an. Und gegenüber hockt der Feind. Ach geh, ist doch nicht wahr. So, und das da drüben ist ja schon ein neuer Kartenabschnitt, glaube ich, sein, gell? Ja, das ist schon ein. Das ist ein neuer Kartenabschnitt, aber der ist irgendwie auf unbekannt, oder? Villa Verde. Mhm. Wo sehe ich eigentlich, für welches Level das hier geeignet ist? Hier sehe ich nur die Totenköpfe. Auf jeden Fall ist hier noch eine Menge zu tun. Guckt euch das an, Leute, wie riesig das alles hier ist. Wow. Da geht was. Auf jeden Fall haben wir dann die ersten drei gleich fertig. Also die nächsten Folgen dann. Voll gut. So. Hier gehen wir wieder näher rein. Und das hier ist das nächste Ziel. Ein Rebellentruck voller Medikamente konfisziert. Holen Sie ihn für Kataris Leute zurück. Ich unterbreche das mal, weil das hören wir uns in der nächsten Folge nochmal an. Ich will bloß schnell ins Safehouse sein. Um dort einmal gespeichert zu haben. Denn wir kommen jetzt hier erstmal zum Folgenende. Genau, und das ist dann die nächste Mission. Spezialtransport, stehen Sie die medizinischen Versorgungstruck. Das ist der mit dem Impfungen. Und der ist gar nicht mal so weit weg. Sehr schön. Und das machen wir in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich über ein Abo und eine kleine Bewertung freuen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Ghost Recon Wildlands. Ciao, macht's gut.